Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem müden Gesicht. Für euch mag es vielleicht nicht morgen sein, wenn ihr das Video schaut, aber bei mir ist das jetzt morgen, es ist jetzt gerade mal um 8 und ich muss heute ein bisschen später zur Arbeit, also kann mir ein bisschen Zeit nehmen und dann dachte ich mir, ich stehe trotzdem früher auf, anstatt dass ich jetzt ein bisschen ausschlafe, weil dann heute mal so ein Tag ist, wo ich für euch eine Foundation testen kann. Und ich denke, das Video interessiert einige von euch. Auf Instagram hatte ich euch nämlich auch schon gefragt, ob ihr das sehen möchtet oder nicht in einem Video. Und die Mehrheit, ich glaube 90% oder so, haben sich für ja entschieden. Also gibt es heute das Video über die Fendi-Produkte. Wer meine Instagram-Story dazu nicht gesehen hat, weil er mir vielleicht da nicht folgt oder kein Instagram hat oder irgendwas. Ich habe vor kurzem von Fenty Sachen zugeschickt bekommen über eine PR-Agentur. Und da habe ich einmal bekommen die Pro Filter, ich packe das auch gleich aus, Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation und diesen ganz, ganz neuen Primer, den die rausgebracht haben oder rausbringen. Ich glaube, heute, wo ich das Video drehe, wird das sogar online gehen. Jedenfalls ist das der Pro Filter Mattifying Primer. Und witzigerweise habe ich dann in dem PR-Paket, was ich schon fast wegschmeißen wollte, einen Tag später noch was entdeckt, was sich so zwischen diesem Verpackungsmaterial versteckt hatte. Ich bin echt davon ausgegangen, das sind nur die beiden Sachen drin. Es hatte sich dann aber noch eine Kleinigkeit drin versteckt, und zwar der Pro Filter Instant Retouch Concealer. Also gut, dass ich nochmal geguckt habe, anstatt es einfach so, wie es ist, dann wegzuschmeißen. Was ich richtig, richtig, richtig cool finde, ist, dass die mir tatsächlich die hellste Farbe oder eine der hellsten Farben zugeschickt haben, nämlich die 110. Die sieht auch super, super hell aus. Ich habe schon öfter mitbekommen, dass es sonst PR-Agenturen nicht so wirklich kümmert. Die schicken dann halt Farben raus. Manchmal passt das dann nicht, aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass die Farbe mir gut passen wird. Wenn sie nicht groß nachdunkelt, sieht sie jetzt in dem Fläschchen tatsächlich auch ein bisschen zu hell aus. Aber ich glaube, dieses Milchglas, aus dem das der Container ist, trügt auch so ein bisschen. Also ich glaube, die ist vielleicht doch ein bisschen dunkler und dann passt es am Ende wieder. Sehr gespannt bin ich auf die ganzen Produkte, weil es sich um Mattifying-Produkte handelt. Wie gesagt, Pro-Filter, Mattifying-Foundation und Mattifying-Primer. Und ihr wisst, ich habe trockene Haut, da bleibe ich normalerweise von sowas total fern. Aktuell geht es mit meiner Haut. Aktuell bin ich eigentlich wirklich ganz gut dabei. Das ist im Sommer immer so, dass ich nicht so viele trockene Stellen habe. Zumindest jetzt aktuell halt wirklich nicht. Klar, grundsätzlich ist meine Haut trotzdem trocken, aber ich habe jetzt nicht so eine trockenen, schuppigen Stellen wie im Winter. Ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert, insbesondere weil ich im Sommer natürlich auch sehr, sehr viel Sonnencreme verwende, auch im Gesicht. Und mich dieses speckig glänzende dann natürlich etwas nervt. Wäre natürlich cool, wenn dann so ein Primer drüber einfach das mattiert. Das wäre natürlich richtig cool. Ob das funktioniert, also ohne dass man dann quasi sein ganzes Gesicht nochmal abpudern müsste oder irgendwas. Bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, das ist die Foundation. Und hier haben wir dann den Primer. Das ist so eine ganz, ganz helle, weiße Textur da drin. So, als Vergleich nochmal. Ich habe schon im Internet mal kurz geguckt. Dort wird empfohlen, die Foundation mit einem feuchtigkeitsspendenden Primer zu verwenden, wenn man trockene Haut hat oder beziehungsweise eben Feuchtigkeitspflege zu benutzen. Das habe ich jetzt schon gemacht. Wie ihr seht, mein Gesicht glänzt so ein bisschen. Also eingecremt bin ich auf jeden Fall schon. Ist auch schon gut eingezogen alles. Und dann haben wir hier noch den Concealer. Das ist ein hochdeckender Concealer, stand zumindest auch in der Beschreibung. Also mal sehen, ob der dann auch zu mir passt und nicht meine Augenpartie zu viel austrocknet. Ja, hier war noch so ein kleines Blättchen mit drin zu dem neuen Primer. Hier unten steht, der ist in Deutschland ab dem 15. August erhältlich. Das ist jetzt genau heute, wo ich das Video drehe. Das heißt, je nachdem, wann es online geht, eigentlich müsste der jetzt schon verfügbar sein. Schaut auf jeden Fall mal nach. Ich verlinke euch die Produkte unten in der Infobox, wenn ich sie finde. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir fangen natürlich mit dem Primer an und ich gebe mir den einfach mal so ein bisschen. Der wird wahrscheinlich erstmal ein paar Punktstöße brauchen. Ja. Oh. Der ist flüssiger, als ich dachte. Ich hätte jetzt erwartet, dass das so eine ganz dicke und pastöse Konsistenz ist. Aber wie ihr seht, der bewegt sich langsam die Hand runter. Also der ist definitiv flüssiger, als ich erwartet hatte. Fühlt sich total angenehm auf der Haut an. Richtig, richtig sanft. Und der riecht auch angenehm, finde ich. Ein bisschen cremig, aber angenehm. Ich
gefällt mir sehr gut. Also die Textur finde ich sehr, sehr angenehm. Es ist nicht so dick und silikonig und pastös, sodass man es irgendwie die ganze Zeit im Gesicht rumziehen muss. Es hat sich sehr, sehr leicht auftragen lassen, sehr, sehr leicht verblenden und hat einen sehr angenehmen Geruch und wie gesagt eine angenehme Textur. Also von dem Primer kann ich bisher nichts Schlechtes sagen. Er fühlt sich wirklich sehr angenehm auf der Haut an. Nicht irgendwie so porenverstopfend oder irgendwas. Also gefällt mir gut. Ich finde übrigens auch, meine Haut hat vorher ein bisschen mehr geglänzt. Also so ganz, ganz tot mattiert finde ich es nicht. Es kann aber vielleicht auch an den Lichtern liegen, die ja generell die Haut so anstrahlen. Also bisher gefällt es mir eigentlich ziemlich gut. Es fühlt sich jetzt auch immer noch sehr angenehm an. Es fühlt sich nicht so ekelhaft an. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also mir gefällt er sehr gut. Steht übrigens auch Shine Stopping Pore Diffusing Finish. Und übrigens sind enthalten 30 Milliliter, also so die Standardgröße. Bei der Foundation, da wir jetzt gerade über den Inhalt sprechen, sind übrigens 32 Milliliter enthalten, also tatsächlich sogar ein bisschen mehr als die Standardgröße. Und hier steht drauf, Medium to Full Coverage for All, Long Wear, Light as Air. Das finde ich natürlich auch immer schön, wenn eine Textur sehr leicht ist. Full Coverage werden wir sehen, Medium Coverage wäre für mich lieber, wäre auch in Ordnung, aber das wird sich zeigen. Und ich hatte auch mal geguckt bei Sephora, es gibt wohl 50 Farben, das ist schon mal ein guter Start auf jeden Fall. Ich denke mal, da wird für viele was dabei sein. Die ist von der Textur her ähnlich, also die ist, glaube ich, ein ganz, ganz bisschen dicker als der Primer, aber von der Art her, es läuft halt auch den Handrücken runter, also es ist nicht irgendwie sehr dick und mußig, sondern noch beweglich. Ich trage mir jetzt hier einfach mal so einen kleinen Fleck auf, weil ich nicht weiß, wie weit das reicht und ich würde gerne eine Seite auf jeden Fall mit Schwämmchen machen und eine Seite dann mit Pinsel. Dann nehmen wir wie immer natürlich den It Cosmetics Pinsel. Und den würde ich jetzt auch gleich mal anwenden an der Seite. Also die Farbe ist auf jeden Fall schön hell. Das ist schon mal gut. Also die mit dem Pinsel aufgetragene Seite geht so. Ich werde gleich mal gucken, ob das mit dem Schwämmchen mir besser gefällt. Letztendlich bin ja sowieso mehr der Schwämmchen-Fan und habe ja öfter das Problem, dass sich das mit dem Pinsel bei mir dann nicht so richtig mit der Haut verbindet, so wie ich mir das gedacht habe. Und das ist jetzt hier auch in der Nasen- und Stirnregion passiert. Also es sieht nicht so optimal aus, wie ich das gerne hätte. Versuchen wir gleich mal das Schwämmchen. Übrigens auch von Fenty das Schwämmchen, ne? Also mit dem Schwämmchen gefällt es mir auf jeden Fall besser. Ich werde jetzt hier nochmal so ein ganz kleines bisschen Produkt auftragen. So wie ich das jetzt aufgetragen habe, habe ich auf jeden Fall eher ein Medium Coverage als ein Full Coverage. Es hieß aber auch in der Beschreibung, dass man, ich glaube, ein bis zwei Pumpstöße quasi fürs ganze Gesicht benutzen soll. Ich habe jetzt hier zwei Pumpstöße auf dem Handrücken und habe auf jeden Fall gerade mal die Hälfte benutzt. Also wahrscheinlich gerade mal einen für das Gesicht. Der Schwamm saugt natürlich auch ein bisschen was auf, aber ja, Schwämmchen gefällt mir auf jeden Fall besser, der Auftrag. Ich gehe hier auch noch mal ein bisschen rüber überall, dass sich das besser verblendet. Was mir wirklich, wirklich gut gefällt, ist, dass sie so hell ist. Das freut mich richtig, dass da eine passende Farbe für mich dabei gewesen ist, dass ich die auch zugeschickt bekommen habe. Und dafür, dass es eine mattierende Foundation ist, was übrigens definitiv auch das Finish ist, schaut mal, hier glänzt irgendwie nichts mehr. Also das ist wirklich sehr, sehr matt. Obwohl es eine mattierende Foundation ist und Primer drunter, finde ich jetzt nicht, dass es total schlimm aussieht. Also na, sicherlich im Nasenbereich bei mir und im Stirnbereich, man sieht es auf jeden Fall. Es setzt sich so ein kleines bisschen ab. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt im Laufe des Tages ist. Aber mit dem Schwämmchen hat sich das schon noch ein bisschen verbessert. Also Pinsel für mich auf jeden Fall bei der Foundation nicht. Wenn dann das Schwämmchen,
Und ich bin gespannt, wie sie sich den Tag über hält. Und deshalb drehe ich das Video ja auch morgens für euch, dass ich euch, wenn ich nachher nach Hause komme, heute habe ich so ein bisschen Freizeit, sage ich jetzt mal, auf Arbeit. Also ich fahre hin, mache so ein bisschen Krams, aber ich habe keine Termine oder irgendwas. Also ich kann abhauen, wenn ich will, und ich bin auch alleine, weil alle anderen im Urlaub sind und frei haben. Also kann ich dann im Laufe des Tages darauf achten und kann dann, wenn ich heute Abend nach Hause komme oder nachmittags nach Hause komme, euch da nochmal ein Update geben und mich hier nochmal hinsetzen. Dann kommen wir jetzt auch zu dem Concealer, wobei ich finde tatsächlich, dass die Augenringe, außer wenn ich so nach unten gucke, doch schon ganz gut abgedeckt sind. Da sind übrigens 8 ml enthalten und ich habe die Farbe 100 und bei der Foundation habe ich die Farbe 110. Ich glaube, das habe ich nicht gesagt, also die zweithellste. Und hier wird empfohlen, eine ganz dünne Schicht erstmal nur aufzutragen und dann bei Bedarf halt nochmal drüber zu gehen. Also nicht gleich hier ganze Gesicht einpinseln, so wie man es doch kennt, sondern erstmal nur ganz wenig. Der ist sehr hell, aber ich liebe das ja. Und auch hier benutze ich wieder das Schwämmchen. Benutze ich eigentlich immer für Concealer. So, der Concealer ist aufgetragen. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal noch den Rest meines Gesichtes, also meines Make-ups, so generell Augenbrauen und so weiter. Dann sehen wir uns noch mal ganz kurz. Concealer fand ich jetzt eigentlich vom Auftrag her in Ordnung. Der ist so ein bisschen pastöser gewesen, also da muss man ein bisschen mehr ausblenden. Hat sich jetzt aber nicht irgendwie ekelhaft ausblenden lassen. Sitzt auch gut auf meiner Haut, wahrscheinlich auch in Verbindung mit der Foundation. Und da bin ich gespannt, wie es sich den Tag über hält, wirklich Leute. Das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Ich werde auch nicht ganz so viel mein Gesicht abpudern, nur an den wichtigen Stellen, weil ich, wie gesagt, das Gefühl habe, es klebt hier nichts, es ist nichts komisch. Also ich habe sowieso trockene Haut, da wird sich eh nichts verschieben, großartig. Also werde ich jetzt nicht so viel Puder benutzen. So, das restliche Make-up sitzt. Ich habe natürlich gleich auch noch einen Glossbomb von Fenty benutzt, und zwar den Fuzzy, den hatte ich mir mal gekauft. Hat jetzt irgendwie einfach gepasst, dachte, muss jetzt sein. Und ja, also der Rest hat sich eigentlich super drüber auftragen lassen. Ich habe jetzt keine großen Probleme gehabt, da irgendwas zu verblenden oder irgendwas. Muss tatsächlich sagen, ich habe mich, als ich Bronzer aufgetragen habe, gleich ein bisschen besser gefühlt, weil ich vorher wirklich aussah wie ein Geist. Aber letztendlich ist das halt nochmal meine helle Gesichtsfarbe. Und insofern bin ich jetzt erstmal für den ersten Augenblick sehr zufrieden. Und ich melde mich dann heute Abend nach der Arbeit und schaue mir dann mit euch gemeinsam an, wie das Make-up abends sitzt. Herzlich willkommen zurück zu meinem fertigen Gesicht im Sinne von total K.O. von Arbeit. Also ich war jetzt arbeiten, ich bin eigentlich später jetzt wieder zurück, als ich eigentlich vorhatte. Eigentlich wollte ich mir so ein bisschen früher Feierabend geben, aber es ist tatsächlich jetzt trotzdem schon 17.12 Uhr. Also die Foundation ist lange, lange Zeit auf meiner Haut gewesen und ich denke, ich kann in Ruhe was dazu sagen. Ich habe euch jetzt mal etwas näher rangeholt. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, so wie ich das auch im Spiegel erkennen kann. Mein Concealer ist hier ein bisschen gecreased. Also, ich muss als erstes sagen, dass sie wieder erwartend echt gut gehalten hat. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie so gut auf der Haut sitzt, wo sie ja eigentlich mattierend ist und ich ja sehr trockene Haut habe. Natürlich hat sie man sieht es ihr einfach ein bisschen an im Stirnbereich. Das ist aber immer noch von heute Morgen. Also das hat sich nicht mehr verschlechtert, sondern es ist einfach immer noch der gleiche Status wie heute Morgen, dass sie sich hier, wo ich zu Trockenheit neige, nicht perfekt verbunden hat mit meiner Haut. Ne? Also das ist einfach, das ist geblieben, das hat sich nicht verschlechtert. Die Foundation ist ansonsten nirgends in irgendwelche Fältchen reingerutscht. Hier irgendwie die, keine Ahnung, die Lachfalten oder irgendwas oder in der Stirn, wenn ich mal die Stirn so gerunzelt habe, das geht. Also da hat sich eigentlich nichts bewegt bei mir. Was sich sehr abgetragen hat, ist die Nase. Das liegt aber irgendwie daran, dass meine Nase gerade so ein bisschen verrückt spielt. Das ist so, als würde ich eine Erkältung kriegen, die ist ständig zu und dann habe ich immer den Drang zu schnauben, damit sie frei wird, aber mir passiert dann nicht viel. Also das hat sich einfach durch den übermäßigen Gebrauch von Taschentüchern heute abgetragen. Und was auch komplett weg ist, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, sind hier diese runden Stellen auf beiden Seiten. Das ist halt, weil ich Brillenträgerin bin. Ne? Also das, da trägt sich aber so gut wie alles ab. Da kann man machen, was man will. Da kann man setten, wie man will. Das ist einfach weg. Also von daher, ja, da hat sich einfach nichts getan. Wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Das ist nichts
da hat sich nichts getan, bezog sich immer noch auf, ist wie heute Morgen. Da hat sich die Foundation jetzt mit anderen einfach nichts genommen. Was so ein bisschen bei mir gecreased ist heute, sind irgendwie die Augenlider, aber das wird eher mit dem Concealer zusammenhängen. Sieht auch irgendwie gerade so ein bisschen ölig aus, obwohl ich gar keine öligen Augenlider habe. Hm. Und der Concealer ist auch hier in die Fältchen gerutscht. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Wenn man das so zieht, dann ist da wie so eine Linie, wo sich das halt alles angesammelt hat. Also da ist der ganz schön gerutscht. Würde ich jetzt aber eher dem Concealer zuschieben. Also den würde ich nochmal testen mit anderen Produkten zusammen. Den Concealer würde ich jetzt erstmal so, geht so. Aber von der Foundation kann ich jetzt als trockene Haut erstmal gar nicht so viel Schlechtes sagen. Es hat sich gut gehalten. Gefällt mir gut. Ich kann die Haltbarkeit von Primer und Foundation jetzt natürlich nicht für andere Hauttypen beurteilen und auch nicht, wie sie auf deren Haut sich dann auftragen lässt und sitzt und so weiter. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie für normale Haut oder Mischhaut oder, sag mal, leicht ölige Haut, dass sie da perfekt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass bei sehr, 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 sehr öliger Haut man vielleicht dann doch Probleme hat, dass Sachen so ein bisschen hin und her rutschen oder wie auch immer. Also das kann ich aber einfach nicht beurteilen. Das ist jetzt einfach bloß mein persönliches Gefühl. Bei trockener Haut, wie ich sie derzeit habe, funktioniert sie. Allerdings, wenn ihr ganz nah an den Spiegel kriegt, ich weiß, das wird die Kamera vielleicht auch eingefangen haben, ich hoffe es jedenfalls, dann sieht man hier so ein bisschen halt, wie sie sich absetzt. Das habe ich manchmal auch mit anderen Foundations, die bei mir gut funktionieren. Das kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, wie gut ist die Haut gepflegt und so weiter. Finde ich persönlich jetzt nicht überdramatisch, weil es nicht total schlimm betont und weil kein Mensch eigentlich so nah an jemanden rankriegt. Ne? Also man hat ja immer noch so ein bisschen Abstand, gerade wenn man jetzt irgendwo draußen unterwegs ist. Und ich sag mal, damit kann ich auf jeden Fall leben. Wenn ich die jetzt auf Arbeit benutze, Kundenkontakt, da ist immer so eine Schreibtischlänge Abstand. Da achtet dann keiner drauf, das sieht keiner. Und Haltbarkeit ansonsten kann ich eigentlich nicht meckern. Es hat sich, wie gesagt, nichts umhergeschoben und ich bin damit tatsächlich, muss ich sagen, extrem überrascht, weil ich mit dem Ausgang und dem Ergebnis so nicht gerechnet habe. Ich muss eigentlich zugeben, Geständnis, dass ich damit gerechnet habe, dass es eine völlige Katastrophe wird, dass es furchtbar aussehen wird, dass meine Haut ganz trocken sich anfühlt und spannt. Übrigens, by the way, ich fühle da nichts auf der Haut. Also es fühlt sich einfach an, als würde ich meine Haut tragen. Also, ich habe nämlich gedacht, das wird meine Haut auch total austrocknen und dann ist das ganz unangenehm abends und ich bin froh, wenn ich es runter habe. Gut, das bin ich immer. Aber es fühlt sich einfach ganz normal an. Ich bin überrascht. Sehr positiv überrascht. Ja, das heißt für euch, wenn ihr trockene Haut habt und ihr möchtet aber gerne eine Foundation, die nicht irgendwie dewy ist oder luminous, weil sowas wird ja sehr, sehr häufig für trockene Haut hergestellt. Manche mögen dieses Finish aber einfach nicht so. Dann ist tatsächlich für euch die Fenty Foundation und der Primer dazu ideal. Ihr solltet eure Haut auf jeden Fall vorher ordentlich pflegen. Vielleicht benutzt ihr auch Peelings und so weiter, dass man eben keine trockenen Hautstellen hat oder irgendwie ölhaltige Gesichtspflege über Nacht, dass das richtig schön einziehen kann und richtig pflegt. Und dann denke ich mal, sind die beiden Produkte auf jeden Fall gut für euch geeignet. Und gerade das und gerade die Foundation mit Medium to Full Coverage ist, denke ich mal, auch etwas, das viele interessiert. Ja, den Concealer, da bin ich jetzt noch nicht so ganz sicher, wie ich den finden soll. Aktuell für heute wäre er jetzt erstmal ein bisschen durchgefallen, weil ich finde, er ist schon ziemlich fies gerutscht. Aber das muss ich nochmal an anderen Tagen testen. Das, finde ich, kann man nicht immer an einem Tag ausmachen. Es kommt halt immer drauf an. Also den werde ich noch eine Weile testen, bevor ich da mein endgültiges Fazit zu geben kann. Ja, ansonsten sind wir soweit erstmal durch. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob die Foundation, der Primer und der Concealer was für euch wären, ob ihr generell so auf mattierende Sachen steht oder ob ihr doch lieber Team Dewy und Luminous seid, so wie ich normalerweise. Ich finde, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, so eine mattierende Foundation auch zu haben. Ich werde die auf jeden Fall behalten, weil, wie gesagt, hat mir gut gefallen. Auch wenn ich normalerweise eher auf den Glow stehe. Das Interessante ist natürlich, dass Fenty auch eine Hydrating Foundation und einen Hydrating Primer rausgebracht hat. Und das werde ich mir bestimmt auch mal angucken, weil das wäre dann wieder so richtig mein Thema. Und hoffentlich sind die Sachen dann auch gut. Ich werde auf jeden Fall erstmal noch abwarten, noch nicht sofort losrennen, mir alles kaufen, sondern erstmal angucken dann. Aber vielleicht wird es dazu auch noch einen Test dann geben, wenn ich was mitnehme. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das gerne noch tun. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video auch wieder. Bis dahin, macht's gut!